So, liebe Leute, heute müssen wir uns nochmal ein neues Auto kaufen. Moment, ich guck gerade. Werkstatt. Ja, Werkstatt brauchen wir auf jeden Fall. Oder kann man das so machen? Ne, kann man nicht. Gut, dann gucken wir mal rein, was wir haben. Guck ich mal in den Markt. Wir brauchen auf jeden Fall einen Frontantrieb, hat er gesagt. Gatecrasher. Nicht genug Credits. Gucken wir gerade, was wir hier hinten noch so haben. Ich kann aber auch kein Links gehen, ne? Ja, hab ich schon. Ich kann natürlich auch. Hä? Okay, ich könnte, hätte gedacht, ich könnte mit dem Firefly hier das Ding nach Hause fahren. Aber gibt es da eine Beschränkung für? Was ist mit dem Ding jetzt die Beschränkung da drin? Ja, so mehr Frontantrieb. Weil eigentlich sollte ich ja. Okay. Werkstatt. Ich habe ja einen Frontantrieb. Verstehe nur gerade nicht, was der sagt, was Sache ist. Amerikanisch, Japanisch. Ich brauche ja Frontantrieb, das ist es halt, ne? Kann ich hier nicht verkaufen? Ich habe halt nur Heckantrieb, wenn ich so sehe, oder? Ja, scheiße. Ich habe echt nur Heckantrieb. Ich brauche Frontantrieb für mich. Okay, dann müssen wir mal kurz gucken. Ach so, ich habe ja Killer Bee, genau. Und ich muss ein Firefly kaufen, weil ich dachte, das wären dieselben Autos. Ach so, nee, alles gut. Ich dachte mir jetzt. Passt. Passt, passt, passt. Upgrades. Und machen wir aus dem Firefly jetzt mal noch was. Auf jeden Fall ein bisschen was Robustes. Wäre mir vielleicht am liebsten. Der haut auch noch was. Gut, warte mal. Ich habe da bestimmt noch ein bisschen Power, dem ich den Wagen geben kann, oder? Na, ist jetzt nicht das Mega-Auto, aber ist jetzt besser als gar nichts. So. 3,3, dann ist jetzt 118. 120, oh. Gut, passt. Gut, dann gehen wir rein ins letzte Rennen. Für dieses Ding hier. So, Rosenheim Raceway. Ah, so ein Deutschland tatsächlich zu Gast.
Okay. So, gut. Dann haben wir das heute. Na, pass auf, wir müssen ja uns ein neues Auto kaufen. Ah, das ist so ein alter Citroën, ne? Wenn ich richtig sehe. Naja, gucken wir mal, wie weit wir heute, na, was wir heute reisen können. Boah, Alter. Das Problem, ich komme nicht nach vorne, weil die so kuscheln direkt. Verschwindet mal von mir, Killboy. Hat er gehabt, echt? Alter. Gut, dann jagen wir dem hier mal ein bisschen hinterher. Oh, da hat ihn auf jeden Fall schon mal eingehängt. Und das war vielleicht mein Glück, dass ich da durchkam. Und jetzt sagt der, mit Beginn der ich Runde 2 führe. Wir sind jetzt nur in Runde 2. Ja, natürlich wollen die mich hinter mir. Wollen die hinter mir vorbei wieder. Das ist klar. Wer will das nicht? Aber wir lassen sie mit. Wir führen mal wieder ein Rennen an. Gut, das ist jetzt mal nicht mehr so. Oh. Da ist ein bisschen zu früh gebremst. Aber von mir sein. So, auf jeden Fall schon mal. Scheinbar haben sie sich da irgendwo aufgehängt oder eingehängt, wie auch immer. Ist mir aber auch herzlich wurscht. Wir sind jetzt in der letzten, in unserer letzten Runde. So. Wir haben ein paar Kurven zu fahren. Klar, die wollen wir natürlich. Ja, die hängen wieder dran an uns, also so ein bisschen. Aber ich gehe auch ein bisschen gerade auf Nummer sicher, damit ich auch der Motto. Ah, lässt sie da mal ein bisschen Ruhe. Und dann geht dieser Lauf auch an uns. Der erste von. Und dann haben wir es. So. Ja, 4 Autos weiter und 4 Autos raus. Deswegen war es gar nicht mal so unwichtig, da ist mal ein bisschen aus diesem Klammerung rauszukommen. So, auch hier wieder 8 Autos, das heißt 4 gehen weiter ins Finale. Und dann sind wir gleich im Finale noch. Dann mache ich, glaube ich, wahrscheinlich schon 6 Runden. Wir können es ansetzen ein bisschen. Wir können jetzt ein bisschen uns absetzen. Das ist uns gar nicht mal so unwichtig. So, Concentration. Ja, und auch da wieder sind sie irgendwo hängen geblieben. Ich glaube an dem ersten Reifenstapel da haben sie sich wohl angenehm, wo ich da ziemlich hart gebremst habe. Wenn ich den Reifenstapel kenne, denke ich, bremse ich da einfach mal ein bisschen was ab und lass sie mal machen. Und scheinbar sind sie da ein bisschen zu heftig reingecrashed. Das ist auch gut so. Das gibt uns vor allem ein bisschen Ruhe, mehr. Ja, ein bisschen mehr Ruhe rein. Momentan führen wir dieses Rennen. Ja, durchaus überreden.
auch da knummelt sich das wieder da hinten. Wir gehen jetzt in die letzte Runde. So. Na, einer versucht so ein bisschen uns mal zu folgen. Wie auch immer, ist mir jetzt nicht egal. Wir liegen da viel wieder Reifen rum, aber soll mich nicht stören. Ja, setzt ein bisschen ab. Wir haben heute einen Vorsprung von gut 5 Sekunden. Ja, die scheint sich hier aufzuhängen, in diesem Reifenstapel. Wir kommen ja mal wieder rum. Und das wird reichen, um das Ding ja souverän nach Hause zu reißen. Und da haben wir noch, wir gehen jetzt noch ein Rennen und damit sind raus. Texas Sounds, Gravedigger, Good Rider und der Rebel Red. Und wir haben mittlerweile so einer der schwächeren Fahrzeuge und kommt trotzdem ohne Probleme durch. Also die beiden schwächsten mit 120 und 111 bisher durch. So, letzte Rennen. Achte Position, auch hier müssen wir wieder auf. Ach, mein Freund ist wieder da. So, auch nur 3 Runden, okay. Ich dachte, wir stellen jetzt immer mal 6, das sind wieder nur 3. Ah, Bushoff, ja, der ist mir bekannt aus dem letzten Lauf, aus dem letzten Rennen, gestern. Ach Quatsch, nicht gestern, sondern am Donnerstag. So, also wieder 3 Runden meine mal hier in Lauf, denn wir haben fast alle gewonnen und ja, diesmal nehmen wir den Reifenstapel mit und verteilen so ein bisschen. Wir gehen jetzt um die vorletzte Runde. Wir machen es bisher ganz gut. Rechts gewinnen. Ja, scheiße. Ja, passt aber. Alles gut. Wir sind in der letzten Runde. Wir haben noch eine Runde und dann sind wir hier durch mit Wreckfest und für diese Aufnahmesession. Nur konzentriert nach Hause fahren. Gut, diesmal kann jetzt keiner blöd von der Seite kommen. Diesmal gibt es keinen Kurs. Aber wie gesagt, dann mal gucken, was er für noch hat. Oh, die sind alle Reifen. Nee, die hat nur noch keiner umgefahren. Gut, ich habe mich jetzt erledigt. Und dann sind wir hier durch. Jetzt geht es hier in diese letzte kleine Kurve und dann haben wir es. Das dürfte das Finale gewesen sein. Oder ist das Finale? Diesmal haben wir es. So war ich nach Hause gefahren. Alle mit dem Firefly unterwegs. Noch eine neue Sportzündung für uns. 73.000 haben wir jetzt mittlerweile. Also können wir dann schon quasi nach dem nächsten Lauf ins Finale, schon dafür 9 und 10 auf 9 sind es dann. Ach, keine Bundesliga, schade. Cool, dann haben wir es auch geschafft, liebe Leute. Dann sind wir nämlich durch hier in, ach, hier links sind noch die Reifen. Stehen ja die Rennen. Wie das immer aussieht, ob das ein Turnier ist oder ob das ein. Was hier geht, ist zum Beispiel ein Turnier. Aber ist egal. Okay, wir haben es geschafft auf jeden Fall, liebe Leute. Wir sind durch für heute und in der nächsten Folge geht es dann weiter hier mit den National Amateurs. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ein Let's Play Wreckfest.